Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir schauen hier Chaos zu beim Experimentieren am Wasser. Und Thompson ist in der Fabrik zugange und wartet, dass er Strom kriegt. Na, ich habe jetzt schon mal Strom zugeschalten, das hat schon funktioniert. Ja, aber naja gut, aber du musstest jetzt ein bisschen was abklemmen dort, oder? Wir gucken mal, wie das hier weiterläuft, weil ich bin jetzt auch zum Zugucken verdammt, weil ich habe die Hosentaschen voll mit Blättern und Baumkram und Nüssen, ja, aber die habe ich in der Hand, meine Nuss. so dicht dran gebaut. Chaos. Ja. Pass mal auf. Bau doch einfach mal genau das auf die andere Seite von der Plattform. Ja, weiter rüber noch. Noch. Bau das doch hier auf dem Drittel auf. Dass du hier rum, zack, und im hinteren Drittel bist. Und dann hast du hier doch schon mal ordentlich Platz gewonnen. So, jetzt muss ich da platzieren. Wenn ich aber auch. Nee, ich finde mir aber auch. Weißt du, also. Warte mal, ich mach da oben mal irgendwo. Gibt's auch mal irgendwo eine Kiste, wo ich was reinladen kann? Es stand mal eine oben. Ich weiß nicht, ob die noch oben steht. Kleine, Dings. Kannst du schneller eine aufbauen? Ich hab nur Holz und Blätter in der Tasche. Ich kann braune Stoff bauen. Aber hier in die anderen Container will ich auch nichts reinpacken. Ah, verdammt. Weil dann würde ich ihm ja helfen beim Bauen da. Dann würde ich mir von ihm Baumaterial mopsen und dann. So. Naja, das ist doch schon mal fast das, was ich erwartet habe. Mal planschen. So, dann gucken wir mal weiter jetzt. Genau, das stellst du da drauf. Das müsste denn ja eigentlich denn hier an das äußere Rohr rangehen können, oder? Sehr schön. Diese. Achtung. Hey. Ja, sonst weiß ich nicht, wo ich den komischen Splitter anbauen kann. Weil du kannst nicht einfach ein Rohr dran ziehen. Du musst den Splitter manuell setzen und dann kannst du erst die Rohre anbauen und dass das halbwegs gerade ist. Eine Muffe. Oh. Oder einen. Warum hast du denn da noch eins in die Boot? Na, egal. Sehr schön, das sieht doch gut aus. So. Genau. Hier und hier. Und Wassertank? Wo ist denn der Wassertank? Wahrscheinlich unter Organization, ja? Mhm. Den kannst du doch auch auf ein Rohr aufstellen, oder nicht? Oder an so ein Rohr direkt anschließen, oder? Dann anschließen? Die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Hat der eine Richtung? Ah, nein, hat keine, sehe ich gerade. So. Muss aber irgendwo noch eine Pumpe dazwischen bauen, ne? Ja, ja. Ah! Was machst du mit mir? Er hat mich nicht mehr gern. Schmeißt mich einfach runter. So. Ha? Ah, das sieht schon mal gut aus. Aha. Das sieht nicht gut aus. Warum? Wo sollen die anderen beiden Rohre hingehen dann? Die sollen hier oben hoch oder wie? An das hier anschließen? Ja. Ah, ja. Okay. Aber. Ja, das wird aber auch nicht schön. Na gut. Hast du Material mit oder? Na, ich hab. Wie ich sag dir nochmal. Ich habe Holz und Blätter. Ich war gerade auf Besorgungstour. Ich wollte eigentlich mit dem Rohr jetzt nach Hause, aber. Da ist ja irgendwie kein Strom an dem Rohr. Oder hat das jetzt? Was ist alles jetzt abgekämmt? Nee, nicht. Nee, oder? Hat das hier Strom? Nee, hat keinen Strom. Kommt drauf an, wie du es wahrscheinlich verbunden hast jetzt. Ja, ja, das habe ich abgeklemmt. Okay.
So. Ich hab's weiß nicht, wenn ich jetzt das Rohr anschließe, ob nicht dann wieder im Werk denn nachher der Strom ausfällt. Das will ich nicht. Kann ich denn hier irgendwie, komme ich hier irgendwo sinnvoll runter? Na, da müsste ich die Leiter da nehmen, ne? Ja. Ich schließe jetzt eine Offshore-Pumpe an. Muss ich die nur noch finden? Logistik wahrscheinlich. Ah, es ist eine Pipeline-Pumpe. Ah, da bin ich fast zu weit geflogen. So. Hier. Hier. Und hier. So. Ah ja. Ist nicht so viel mit mal an, lass doch erstmal langsam anlaufen. Ja, das Problem ist, wir brauchen einen Initialstrom. Ja, eben, deswegen. Deswegen schließ erstmal wenig an, damit wir überhaupt ein bisschen Strom aus den Kraftwerken rauskriegen und schließ dann immer mehr an. Du hast ja Biomasse da, oder? Ja, Biomasse da, ja. Ein paar Blätter habe ich bei, ein bisschen Biomasse. Meine hier, Biomasse Fuel. Hey. Hm. Also ich habe jetzt noch Biomasse drin. Hast du? Ja. Hast. Aber es geht nicht ein. Du Scheiße. Doch. So, jetzt ist es an. Jetzt okay. Ist es wieder aus. Licht. So. Oh, jetzt kommt hier Wasser rein, ja. Da unten geht zumindest eine Pumpe schon mal los. Die Ruck. Habe ich die Dingspumpe richtig drauf platziert? Weiß ich nicht. Also Fehler das Rohr füllt sich langsam. Okay. Ja. Die Durchflussrate ist jetzt 135 Kubikmeter die Minute, also von einer Unterwasserpumpe. Mhm. Hier ist auch Wasser drin. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, du musst hier auf diese Höhe schon die Pumpe reinbringen, weil das hier nicht hochläuft okay. Bis zu dieser Pumpe. Also bis hierhin geht's. Bis hierhin haben wir Wasser. Aber wir hatten es vorher auch eine Spur höher. Ja, aber es dauert Ewigkeiten, ehe hier Wasser drin ist. Also jetzt ist es hier drin, in dem Rohr. Das ist voll. Okay, und jetzt pumpt die hier hoch. Ja. Hier oben ist noch kein Wasser drin. Hier kommt ein bisschen Wasser an. Es wird kurz brauchen. 0,7 Kubikmeter Wasser hat der Dings hier, aber er hat keinen Strom noch nicht, er produziert noch nichts. Oder es wird nichts verbraucht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, wird zu wenig Wasser noch drin sein. Weiß nicht, ob wir zwei Pumpen brauchen. Ich kannst du jetzt. Ich kann ja mal schauen, dass da quasi ein Generator anspringt. Hier ist Wasser drin. Hier ist kein Wasser drin. Hier ist kein Wasser drin. Hier ist kein Wasser drin. Hup. Ging dein Rohr in der falschen Richtung? Hier ist Wasser drin.
Ja, es muss erst aufsteigen, ne? Also es dauert noch ein bisschen. Was klemmst du jetzt alles an? Ich schließe nur das Power Grid quasi, also den ersten Generator schließe ich nur am Pumpenstrom an. Ja, der tut jetzt was. Produziert ja. Strom. Genau, passt. Ah, relativ wenig Wasser, ne? Also das Wasserverbrauch ziemlich schnell wieder. Ja. Aber jetzt könntest du die zweite Pumpe dann, genau. Habe ich jetzt gemacht. In Betrieb nehmen, dann sollte hier eigentlich jetzt das Wasser schneller steigen. Hier ist das Rohr auf jeden Fall voll. Wir können hier durch so ein Rohr. Das hier muss 4,8 maximieren. Das steckt gerade. Hier. Ja, im Kessel ist jetzt erstmal genügend Wasser drin. Jetzt müssten die zweiten und dritten Kessel müssten da auch angehen, oder? Wenn ihr die jetzt anschließt. Ja. Das war der Plan. Hä? Ja, noch ein bisschen, das Wasser nachläuft. Jupp. Kommen sie langsam wieder in Gang hier. Dann kann ich ja jetzt hier meinen Treibstoff wieder rausnehmen. Aus dem Biomasse-Generator. So. Okay. Die Spannung schon wieder zusammengebrochen? Nee. Sollte aber jetzt gehen. Hier läuft's. Ja, ich hab's nur kurz umgeschlossen wieder, dass alles wieder dass die Generatoren wieder zusammenhängen. Ja. Hier musst du denn noch wieder eine Verbindung machen für das Rohr, ne? Das habe ich abgeklemmt. Und hier hinten musst du eine Verbindung machen, damit das am Gesamtstrom wieder dran hängt. Wo? Welches Rohr? Hier. Ja. Den Mast, da oben, wo eine Kiste drauf liegt. Die Kiste kannst du mal einsammeln, wenn du möchtest. Da müsste ein Kabel drin liegen. Ah, ja. So. Das musst du verbinden mit der Trasse da drüben, ne? Also hinter den Kohlekisten geht ja irgendwo hier die Trasse durch. Ach so, das meinst du, ja. Ja. Damit du den Strom hinlieferst in die Base, in die Hauptbase. Oh, da oben. Oh. Da ist auch eine Kiste, das ist fürs Rohr. Kommst du dran? Sonst reißt den Dings ab, denn die schwebt in der Luft. Na guck, geht auch. So. Ja, dann versorgen wir mal dein Rohr. Nett. So, und dann kannst du hier hinten, musst du noch eine Querverbindung ziehen, ne? Ja, ich wollte warten. Soll ich nicht warten, bis ich... Na gut, dann bau die anderen da fertig. Generator, ja. Dann bau das auch mal fertig, ich flieg jetzt los. Ich hab hier Öl gefunden. Können wir das eigentlich schon nutzen? Theoretisch. Also haben wir die Ölverarbeitung schon? Nein. Aber noch nicht? Ich glaub nicht. Ich glaub, dass die quasi mit dem nächsten Lift kommt. Das kann sein. Wo hast du Öl gefunden? Ich bin ein bisschen entlang gegangen. Das war, glaube ich, da, wo wir im letzten gemeinsamen Let's Play das. Ach, da an dem Teich. Ja. Im Wasser da, ja. Da, wo dieser komische Bogen ist. Da ist ein Riesenmonster hier. Riesenspucker. Ein Riesenspucker. Habe ich gut abgeschnitzelt. Schnitzel. Schnitzel das Schwein. Dann stelle ich mal irgendwie ein Beacon oder so auf. Basis zurück, mir neue Materialien holen. Und wir bräuchten MK2 Förderbänder. Ja, da brauchst du nur die verstärkten Stahlplatten. Okay. So, gut. Dann ist hier erstmal wieder alles in Produktion und funktioniert wieder. Ja, ein Dach haben wir schon mal über unsere Hütte gebaut hier. Ein bisschen ist ein Flachdach anscheinend. Oh Gott, ich kenne echt nicht besser die Witze. Du, der war aber ziemlich flach. Ja, ne? Wo kriege ich die Reinforced Iron Plates? Ich glaube hier. Genau. So, die Kupferblatt. Ah, diese Kupfer.
Hier die Copper Sheets. Ja. Wo kriege ich die? Ich finde mich in der Basis hier noch immer nicht zurecht. Was sind Copper Sheets? Ich glaube hier. Ah, hab sie. Ja, so Kupferbleche. Okay, dann brauche ich noch Cables. Oh, Stromverbrauch ist gut im Gange. Wo bekomme ich Cables her? Diese Doppelkiste. Nein, da sind keine mehr drin. Und in der oberen? Da sind keine mehr drin. Gibt's keine Cable-Produktion? Oh. Ach, dass es die hier gibt. Wo ist das denn hier? Komisch aus. Ich dachte mir eigentlich schon. Ich kann mir das nochmal anschauen. Ich habe einen Power Slug gefunden. Du meintest den hinterm Space Elevator, oder? Ja. Da in der Nähe beim Katerium. Da sind keine mehr drinnen. Okay. Auch nicht im oberen? Nein. Okay. Ja, dann mach ich noch eine Cable. Aber da ist ja auch keine Produktion angeschlossen. Ja, wir hatten da so viele. Ja. Deshalb hast du keine Produktion mehr gemacht, oder wie? Ja. Okay. Aber ich werde es dann gleich machen. Ja, dann muss ich sie halt jetzt per Hand. Dann muss ich sie halt jetzt per Hand machen. Kupferblech werden hier gemacht? Ah, die Splitter muss ich aber nicht upgraden, oder? Nee. Nö. Okay. Solarfelder gibt es eigentlich keine, oder? Nein, also ich habe keine gesehen, noch nicht. Derzeit nicht, oder noch nicht. Aber wir machen dann nachher sowieso Mikrowellenstrom mit Atom drin. Uran. Mit der Kiste. Irgendwo. Nee, gibt's wirklich nicht. Eigentlich so ein Hazmat-Anzug. Was? Gibt es so einen Hazmat-Anzug, dass man das Uran gescheit abbauen kann, oder? Ja, ja. Den schalten wir auch mit der nächsten Stufe frei. Und ich glaube, bei der Produktion für die Dings fehlen wieder Cables. Ich glaube, wenn dann die Steel Beams. Hier ist eine Höhle. Fehlen. Ich komme da nicht rein. Wo sind denn die Steel Beams? Weißt du das? Die sind in dieser professorischen Anlage. Ja, wo ist die denn wieder? Ja, dort, wo die Kohle ankommt. Ja, wo der Main Bus ankommt. Das ist irgendeine Höhle mit so Laser-Augen-Tieren. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Weil das ist nur ein kleines Loch. Ich glaube, da brauchen wir diesen Obelisk-Sprengstoff. Den Sprengstoff haben wir ja schon. Ja, also müssen wir da reinkommen. Markiere ich das mal. Da ist vielleicht irgendwas Interessantes drinnen. Mensch, sollen wir angekommen. Bin ja wie so ein Flughund hier. So. Perfekt, so. Wie viel Kohle braucht der pro Minute? 4 pro Sekunde. Sind Also drin ist, glaube ich, eine gelbe Power Slug. Weiß ich auch schon, was der Unterschied ist. Also ich glaube, die grünen sind eben die standardmäßig. Da kriegt man eine Power Shard raus. Dann gibt es die gelben, da kriegt man 2 oder 3 raus. Und dann gibt es noch lilane. Da kriegt man dann noch mehr raus? Ja. Müssen wir mal testen, ob man auf diesem Flugding oben stehen kann und dann, wenn das abhebt, weißt du? Wird sicher alles verklitschen, aber wir könnten dich mit so einer Hypertube raufschießen, wenn du unbedingt in den Himmel willst. Aufschießen? Oder man könnte auf den Space Elevator klettern und dann schauen, wenn man ihn upgradet, was dann passiert. Weil da wird auch hochgeschossen. Da kann man hochklettern?
wenn du dir wahrscheinlich einen Thomas Foundation baust. Ach so. Ich habe noch nicht probiert, um mal direkt am Elevator selber hoch. Das glaube ich nicht. Wird man ja mal probieren. Ja, aber nicht Tim. Was hat Tim damit zu tun? Nichts. Das hast du immer gesagt. Ja, das ist, was Hörmer wieder hämmert. Achso. Kennst du die Serie? Hab ich schon mal das gehört. Wer da hämmert. Die beiden machen jetzt eine neue Serie. Ah ja, hab ich auch gelesen. Ich hab gehört, wer da hämmert, sagen sie dann. Die von Repara... Also die... Eine echte Serie, die halt... Das war ja eher so... Bisschen fiktiv und jetzt haben sie eine, wie man Sachen selber repariert. Aha. Okay. Weil sie diesen ganzen E-Waste halt ein bisschen reduzieren wollen. Welchen Waste? Den Elektronikschrott. Achso. Ja. Und mein Waste ist ja auch noch da. Reduziert ja auch keiner. Muss ich auch mitleben. War nicht gut. Was soll man dazu noch sagen? Weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Das ist ja... Ach Mann, ihr seid aber auch, Mann, das ist auch ein kritisches Publikum hier. Also jetzt hängt die ganze Produktion noch nicht am gleichen Netz. Habt ihr sie wieder abgetrennt? Er hat es noch nicht wieder verbunden. Ja. Achso. Ich wollte noch die zweiten dazuschalten, sicherheitshalber. Nicht das... Gut, aber, meine lieben Kameraden und Kameräder, ihr wisst, was es dann immer ist, wenn ich so anfange, ne? Genau, ja. Folgenende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ich habe immer noch meine Nuss in der Hand. Ich habe auch mal mein Biomaterial verteilt. Schwierig. Ja. Und Kostas beim Space Elevator ist absichtlich mit den Ressourcen, weil von dem einen haben wir genug. Jetzt hat er mich unterbrochen. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch die Samen in die Kiste, aber... Lassen wir das? Es ist deine Monetarisierung. Ich habe doch gar nichts. Was habe ich denn gesagt? Ich habe nur gesagt, dass ich Samen in die Kiste gepackt habe. Ich sag's nur. Ja, naja, nu. Ich hab bloß von der Nuss gesprochen, nicht vom Stamm. So, dann, in diesem Sinne, Handy über der Bettdecke und tschüss. Servus. Ja,